Manchmal braucht es eine Umarmung, manchmal ein Kuscheltier und manchmal ein Lied, das Mut macht. Gerade jetzt, wo so viele schlimme Themen auf uns und unsere Kinder einprasseln. Wo der Krieg ausgebrochen ist, da habe ich mir schon gedacht, es wird irgendwann gar nicht gut enden. Corona war auch so zu viel. Ich habe mich nicht getraut, so in so einer richtigen großen Gruppe zu sein und so. Also in der Klasse, wenn man halt so Gruppentische macht, zum Beispiel, wo dann so 5, 6 Leute sind, und es war dann mir schon zu viel. Das Theater Eukitea aus Diedorf möchte mit ihrem neuen Stück Zauberlied Kinder dabei unterstützen, mutig durchs Leben zu gehen. Dafür kommen die Schauspieler direkt an die Schulen und Kindergärten, wie hier an der Grund- und Mittelschule in Neuses. Und ist das schlimm, dass ich Angst habe? Aber nein. Ich kenne keinen Menschen, der keine Angst hat. Alle Menschen haben Angst. Sogar alle. Sogar deine Eltern, deine Lehrer und alle Jungs in deiner Klasse. In dem Stück ist das Mädchen Maya voller Ängste. Alles überfordert sie und sie zieht sich immer mehr zurück. Ein magischer Djinn möchte ihr helfen. Gerade die Corona-Pandemie hat viele Kinder verunsichert. Geschlossene Schulen, Distanzunterricht, kein Fußballspielen und Freunde treffen. 73% der Kinder und Jugendlichen sind laut der Bundesregierung immer noch psychisch belastet. Und das spüren auch die Lehrer. Langjährige Kolleginnen sagen halt schon, dass die Kinder wegen Sachen streiten, wegen denen hätten sie vor Corona nicht gestritten. Also die Konfliktfähigkeit, die hat auf jeden Fall nachgelassen. Klar könnte man das Thema Angst auch frontal im Unterricht behandeln. Theater wirkt aber anders. Theater ist ja wunderbar, dass es so Bilder sind, die ich mitnehmen kann. Das ist nicht jetzt abgehakt gleich. Und es kamen wirklich berührende E-Mails von Eltern, die sagten, wir haben die halbe Nacht hinterher über das Thema gesprochen. Und es fühlt sich an, wie wenn unsere ganze Familie wie neu geboren ist. Also es ist sehr anrührend, und das liegt an dem, weil wir versuchen halt authentisch, ernsthaft mit Kindern umzugehen und dementsprechend auch mit den Eltern, die hinter den Kindern stehen. Das Besondere, nach dem Stück wird das Thema noch mit Pädagogen im Unterricht vertieft und soll so einen langfristigen positiven Effekt haben.